Weltexpress TV nimmt Sie mit auf eine Reise mit dem Motorschiff Astor. Mit der MS Astor sind wir 6 Tage im April 2013 unterwegs auf Weser und Elbe, befahren Nord- und Ostsee und gehen an Land. Wir besuchen Sylt und Kopenhagen. Die MS Astor wurde 1987 bei der Howaldtswerke Deutsche Werft gebaut. 2010 wurde das 176,5 Meter lange und 23,6 Meter breite Hochseeschiff mit einem Tiefgang von 6,10 Meter umgebaut. Heute finden maximal 578 Passagiere auf dem klassischen Kreuzfahrtschiff Platz. Die Astor mit einem Raummaß von 21.000 Bruttoregistertonnen fährt selten mit einer Höchstgeschwindigkeit von 16,5 Knoten, aber immer mit der Landesflagge der Bahamas, denn ihr Heimathafen ist Nassau. So, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen an Bord der Astor und zur Seenotrettungsübung. Diese Seenotrettungsübung ist Pflicht und muss innerhalb der ersten 24 Stunden an Bord eines Kreuzfahrtschiffes muss eine Seenotrettungsübung stattfinden. Zu diesem Zweck versammeln wir uns auf dem Promenadendeck. Im Captain's Club bekommen wir Rettungswesten an- und Einweisungen. Und dann eben hier zur obligatorischen Seenotrettungsübung. Wenn Sie sich an Deck bewegen, können diese nass sein durch überkommendes Seewasser, durch Regen, durch Tau, also glitschig und rutschig sein, sind ja Holzdecks. Also von daher immer gut festhalten und gerade bei stärkerem Seegang bitte an die Damen von hochhackigem Schuhwerk Abstand zu nehmen. Dann gehen wir mit unseren Feststoff-Rettungswesten um den Bauch zum Bootsdeck, wo sich die Rettungsboote befinden. Und wir gehen noch einmal ganz kurz die Alarm. Wie international üblich müssen sich alle Passagiere an Bord der MS Astor, wenn sie 7 kurze Töne und einen langen Ton hören, schnell zu den Sammelstellen begeben und an den Musterstationen den Anweisungen des Personals folgen. So schwer. Das heißt, wir haben uns schon in der Kabine informiert und haben dort unseren Sammelpunkt feststellen können, wo der ist. Und da haben wir uns dann hinbewegt und mit dieser Weste. Und dann hat man uns weitere Informationen gegeben und hat uns gesagt, wie die umgemacht wird und dann, wo auch unser Boot steht, in dem Fall, was für ein Boot wir haben, Nummer 7. Und da sind wir dann hingegangen und haben praktisch soweit alles ganz gut verstanden und hoffen, dass aber der Ernstfall nicht eintritt. Jeder hat also seine persönliche Rettungsweste und sein persönliches Rettungsboot. Wurde gesagt, wer sich zuerst retten darf, Frauen, Kinder zuerst, gilt das noch heute in der christlichen Seefahrt? Ich nehme an, aber ich habe es nicht gehört. Die Kreuzfahrt voller perfekter Verbindungen führt uns Mitte April 2013 von der Wesermündung auf die Nordsee hinaus nach Sylt. Danach in die Elbe durch den Nord-Ostsee-Kanal, die Kieler Förde, auf die Ostsee in den Sund zwischen Dänemark und Schweden bis nach Kopenhagen und wieder zurück nach Kiel. Am Kreuzfahrtterminal nimmt die Astor Proviant und Passagiere auf. Die Einschiffung geht flott und fröhlich über die Bühne und so verlassen wir die Seestadt mit ihrer klassischen Kolumbus-Kaje und der kilometerlangen Stromkaje mit dem gigantischen Containerterminal Wilhelm Kaisen. Wir lassen die Sorgen an Land, weitere Kreuzfahrtschiffe und die Überseehäfen der Bremer hinter uns. Dann steigt die Auslaufparty. Beim offiziellen Empfang in der Astor Lounge mit Sekt und Selters kommen sich die Kreuzfahrer schnell näher. Am frühen Morgen des nächsten Tages erreichen wir das Knie, die Nordspitze der T-förmigen nordfriesischen Insel Sylt, die mit 99 Quadratkilometern Deutschlands viertgrößte Insel ist. Die Astor ankert vor Sylt. Tenderboote bringen uns in den Hafen von List zu einem Landausflug. Mit einem Klassiker unter den Reisebussen, dem Wanderfalke, fahren wir nach Kaitum, dem wegen seines alten Baumbestandes grünsten Ort der Insel, der 12.016 nach unserer Zeitrechnung erstmals urkundlich erwähnt wurde. Wir wollen Kultur und Natur der 38 Kilometer langen Nordseeinsel näher kennenlernen. Wir stehen hier im
ältesten Dorf der Insel Sylt, das heißt Kaitum, dieses Dorf. Und wir stehen hier vor dem altfriesischen Haus, ein sehr schönes Friesenhaus im utlandfriesischen Stil gebaut, das so ziemlich alle typischen Merkmale eines Friesenhauses dieser Insel zeigt. Ganz typisch ist die Bauweise. Also es ist zuerst mal mit Reet gedeckt. Das ist ein Naturmaterial, das hier auf der Insel, um die Insel herum wuchs und auch immer noch wächst und auch für den Dachbau verwendet wird. Und typisch ist auch, dass das Haus in zwei Teile geteilt ist. In der Mitte hat man immer den Giebel, der zeigt nach Norden. Darunter befindet sich die Eingangstür. Und auf der Westseite des Giebels, da waren die Stallungen im Erdgeschoss und auf der Ostseite, da waren die Wohnbereiche. Das ist extra so gemacht worden, also die Häuser wurden extra in Ost-West-Richtung gebaut, damit dem Wind wenig Angriffsfläche gegeben werden konnte. Die Hauptwindrichtung ist nämlich die westliche Windrichtung. Die Miesmuschel. Miesmuschel ist ja ein komischer Name, hat auch nichts mit Miessein zu tun, sondern das ist ein Wortspiel und kommt eigentlich von der Moosmuschel. So hieß sie eigentlich. Moosmuschel wurde sie hier genannt. Und sie wird deswegen so genannt, weil sie lebt ja auf der Meeresoberfläche, also vielmehr auf dem Meeresgrund auf der Oberfläche. Und die bildet große Bänke, Miesmuschelbänke, und die kleben aneinander durch selbstgebaute Fäden, die sie in ihrer Drüse erzeugen, die sogenannte Byssusdrüse. Die Idee Nationalpark Wattenmeer, was steckt dahinter und welche Prinzipien gelten hier? Es gibt seit 1985 den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Die Idee, die dahinter steckt, ist, ein Naturschutzgebiet auf den Wattflächen zu haben, aber nicht nur auf der Seite zwischen der Insel und dem Festland, sondern den ganzen Lebensraum Wattenmeer, der ja auch einige Kilometer sich ins Meer hinaus erstreckt, als Naturraum zu haben, um die Besonderheiten dieses einzigartigen Lebensraums zu schützen. Nationalpark, das ist eine Region, die von den Ländern individuell betreut wird. Es gibt also das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer, dann gibt es auch das Hamburger Wattenmeer und auch das Niedersächsische Wattenmeer. Und jeder hat seinen eigenen Nationalpark. Und diese Nationalparke, die kamen jetzt zusammen durch die Gründung des Weltnaturerbes Wattenmeer. Gründungstermin 1. Juli 2009. Und seitdem gibt es das Weltnaturerbe und das umfasst das Gebiet von der Grenze hier zu Dänemark bis rüber nach Holland. Und nächstes Jahr kommt dann auch noch Gott sei Dank Dänemark dazu. Die haben jetzt auch noch den Antrag gestellt, sodass wir quasi die gleiche Fläche haben, wie also das ganze Wattenmeer ausmacht, von dem dänischen Esbjerg bis nach Den Helder in Holland. 10.000 Quadratkilometer Weltnaturerbe, und das ist eben ein Lebensraum, den es nur einmal so auf dieser Erde gibt. Das macht ein Weltnaturerbe eben aus. Und hier gilt es eben zu beachten, das obere Prinzip ist Natur, Natur sein lassen. Das ist für mich auch der Ort, wo sich Himmel und Erde eine Bühne teilen. Und es ist der Ort, wo wir Menschen eben mit der Natur respektvoll umgehen sollen und wo wir nur zu Gast sein sollten und auch schonend mit dieser Natur umgehen sollten. Am dritten Tag der Schiffsreise fährt die MS Astor unter Kapitän Sergej Struzewicz auf der Außenelbe, die durch eine 20 Kilometer in die Nordsee reichende Wattfläche fließt, bis Brunsbüttel. Sanft gleitet unser Schiff auf diesem großen mitteleuropäischen Strom, der im Riesengebirge entspringt und in die Nordsee mündet. Bevor wir bei Brunsbüttel von der Elbe durch die Schleuse in den Nord-Ostsee-Kanal fahren, feiern wir. Bei Stromkilometer 695 lugt über uns die Sonne aus den Wolken und auf dem Sonnendeck ein Nachschlag. Bayern. Blau-weiße Blasmusik und ein Dudelduett wie frisch gepflückt von der Resterampe eines Recalls aus Deutschland sucht den Superstar tobt auf dem Sonnendeck wie ein Tornado über Tennessee. Den Best-Agern aus Old Germany wird Weißwurst gebraten, obergäriges Bier geboten und immer wieder Schlager zum Schunkeln und Schwofen. Firebeastern werden Evergreens wie Du kannst nicht immer 17 sein um die Ohren gehauen wie ein nasses Handtuch. Da kommt Freude auf und Fantasie. Mancher Gehstock wird in Windeseile an den Mund geführt. Der eine flirtet bei Morgenröte mit Grete,
der andere spielt Flöte und Trompete. Du kannst nicht immer 17 sein. Nein, kann man wirklich nicht, wenn man diesen singenden Brausebonbons aus Bohlens Stein und Stimmbruch zuhört. Und dann sind wir doch dabei, trinken und spaßen mit. Während die einen zur Dialyse gehen, 6 Plätze für 12 Patienten stehen auf ausgewählten Reisen zur Verfügung, sitzen die anderen beim Friseur. Waschen, schneiden, legen, föhnen, das volle Programm für die ganze Passage. Auch der Wellnessbereich mit Sauna und Planschebecken bietet Annehmlichkeiten für alle Passagiere an Bord. Das Sport- und Spieldeck mit einem Fitnessraum bietet beim Schwitzen sogar mehr Blick. Während andere sich bei Tischtennis, Basketball oder Dart quälen, spielen die Klugen unter den Schönen Schach. Auf dem Kreuzfahrtschiff MS Astor befahren wir zurzeit den Nord-Ostsee-Kanal. Von der Schleusenanlage des Nord-Ostsee-Kanals, der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt, warten wir darauf, einfahren zu können. Die Schleusung in Brunsbüttel und Kiel-Holtenau dauert rund 45 Minuten. Der 1895 eingeweihte Nord-Ostsee-Kanal beginnt in Brunsbüttel mit Kanalkilometer 0 und mündet 99 Kilometer weiter bei Kiel in die Ostsee. Unterwegs passieren wir über ein Dutzend Fähren, 2 Tunnel und 9 Brücken. Bei 11 Meter Wassertiefe und einer Wasserspiegelbreite von bis zu 162 Metern können neben vielen kleinen auch große Schiffe den Kanal befahren. Langsame Fahrt voraus, mehrere Ausweichstellen und Lotsenpflicht für größere Schiffe garantieren Sicherheit auf dem verkehrsreichsten Kanal, der international als Kielkanal bekannt ist. Welche Aufgaben haben denn Lotsen an Bord dieses Schiffes und wie vertragen sie sich mit dem Kapitän? Wir hatten sogar 3 Lotsen an Bord bei letzter Fahrt durch einen Nord-Ostsee-Kanal und die haben die Aufgabe, die Tipps zu geben. Die kennen sich im Gebiet am meisten sehr gut aus und der Lotse übernimmt diese Vorschläge und Tipps und da hat man bestimmte Geschwindigkeitsvorschriften und die kriegen hier auch den Raum, wo sie sich aufhalten und ich denke, dem Kapitän macht es Spaß, auch sich zu unterhalten mit den erfahrenen Lotsen, mit den Kollegen hier an Bord. Der Lotse hat ja viele Kenntnisse über sein Fahrgebiet. Ansonsten navigieren Sie anhand von Seekarten und auch von technischer Navigation über GPS? Genau. Das Schiff fährt meistens nur auf einem Autopiloten und sollten wir in den Fjorden uns bewegen, oder nah an Land haben wir die Möglichkeit, auch manuell das Schiff zu manövrieren. Und mit Hilfe der Technik können Sie auch sehen, wie viele Knoten das Schiff fährt. Wie viele Knoten kann denn die MS Astor fahren? Wie viele Motoren werden eingesetzt? Die Durchschnittsgeschwindigkeit von unserem Schiff ist 16 Knoten. Wir haben 4 Motoren an Bord. Wenn wir Vollgas geben und mit 3 Motoren fahren wir dann. Wir haben 4 Motoren und einen haben wir immer als eine Reserve. Hier an Bord der MS Astor haben die Gäste die Möglichkeit, neben den vielen 2- und 4-Bettkabinen auch Suiten zu beziehen. Auf 59 Quadratmetern bietet die Astor Suite einen wunderbaren Wohn- und Schlafbereich mit einer rund 50 Quadratmeter großen Terrasse. Das Badezimmer mit Fußbodenheizung, Dusche, Badewanne und separatem Gäste-WC bietet Luxus pur. Wie viele Kabinen haben wir hier an Bord der MS Astor? Wie viele Passagiere haben dort Platz? 287 Kabinen und 489 Gäste Maximum an Möglichkeiten der Unterbringung. Von den Kabinen haben wir sicherlich die Einzelkabinen, die Zweibettkabinen. Gibt es auch Suiten und wenn ja, wie viele? Ja, es gibt Suiten, die normalen 28 außen, 11 innen. Dann haben wir unsere schönen, die hier oben liegen auf dem Bootsdeck, die 4 auf jeder Seite. Das sind die Senator-Suiten, die natürlich auch in der Größe mit 48 Quadratmetern schon dementsprechend punkten. Und das hier, unser First Lady, unsere 101, das ist die Astor-Suite mit 59 Quadratmetern. Und sie werden hier auch betreut, und zwar rund um die Uhr betreut.
Mit der Fahrt aus der Kieler Förde, die durch Gletscherbewegungen in der letzten Eiszeit entstanden ist, beginnt das Abendprogramm an Bord. Tanz, Musik und vielfältige Showveranstaltungen werden geboten. Kinoabende kann der kreuzfahrende Cineast in der Hansebar zur Happy Hour ausklingen lassen. Am nächsten Morgen sind wir im Hafen der Kaufmannsleute in Kopenhagen. Alle freuen sich über den Anblick von Meerjungfrauen, wir über den des Gefionbrunnens, der die Sage der nordischen Göttin Gefion darstellt, die ihre vier Söhne in Ochsen verwandelte, um mit ihnen die Insel Seeland aus Schweden herauszupflügen. Der Kaufmannshafen, die Hauptstadt Dänemarks, liegt nämlich auf der viertgrößten Insel der Ostsee, auf Seeland. Einen Besuch wert sind das Rokoko-Schloss der Königsfamilie, Amalienburg mit dem Reiterdenkmal für König Friedrich V. und der berühmten Marmorkirche. In der Fußgängerzone der historischen Innenstadt von Kopenhagen stehen Shoppen und Bummeln, Kaffee trinken und Straßenmusik hören, hoch im Kurs. Nach Stadtrundfahrt mit Bus und Beine vertreten, steigen wir ein in ein Ausflugsboot. Auf einem Kanal touren wir an der alten Börse entlang, fahren durch den Inderhafen, vorbei an vielen bewundernswerten Bauten und erleben das maritime Kopenhagen. Das Schauspielhaus und die Oper betrachten wir vom Wasser aus. Zeit für eigene Stadterkundungen bleibt reichlich. Die einen besuchen Christiania, die anderen Kirchen. Zurück an Bord sprechen wir mit den Menschen, die auf der Astor für Leib und Seele zuständig sind. Zuerst also mit dem Mann in Schwarz, dem Seelsorger. Und dann mit dem weißen Mann, dem Chefkoch. Der Arbeitsalltag als Bordseelsorger, der besteht darin, mit der Schiffsgemeinde, ich möchte sie mal so bezeichnen, Gottesdienst zu feiern. Da sind also alle Reisenden herzlich eingeladen, die Gottesdienste, die hier angeboten werden, mitzufeiern. Das ist in eine ökumenische Feier, die wir anbieten. Also um einfach auch allen, die hier an Bord sind, die Möglichkeit geben, ob das jetzt Christen aus der katholischen Kirche oder Christen aus den evangelischen Kirchen sind, die Möglichkeit geben, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Das ist so einer der Hauptpunkte, die hier der Bordseelsorger tut. Daneben genauso wichtig natürlich das zur Verfügung stehen, bereit sein für das persönliche Gespräch. Das ist die zweite Aufgabe, die der Bordseelsorger hat. Was öfter passiert oder positiv gesagt gefeiert wird, ist Ehejubiläum, 25-Jähriges, 50-Jähriges und mehr. Also das sind dann immer auch schöne Momente, wo ältere Ehepaare dann sehr stolz einfach auch von ihrer Geschichte erzählen und das dann auch in einer kleinen Andacht, Gottesdienst, dann auch feiern wollen. Das ist immer ein schöner Moment, ja. Das andere Thema Tod ist auch eine Realität. Auf dieser Reise jetzt nicht, aber auf der Reise davor war ein Sterbefall an Bord. Also ist jemand verstorben auf der Reise. Das sind dann schon Momente, die innehalten lassen, also auch das ganze Schiff für einen Moment. Aber dann geht es auch darum, auf eine gute Art und Weise mit diesem Thema umzugehen. Und für mich war es eigentlich schon immer das Ziel, als ich noch ein Junge war, habe immer gesagt, ich will nicht Koch werden, ich will Schiffskoch werden. Von dem her war es immer für mich der Traum, meinen Beruf damit zu verbinden, um die Welt zu kommen. Jetzt habe ich das selber an Bord betrachten können. Morgens, mittags, abends und dazwischen auch gibt es Mahlzeiten. Wie viele Mahlzeiten müssen Sie am Tag ausliefern? Am Tag liefern wir aus bis zu 6 verschiedene Mahlzeiten.
Was essen denn die Gäste an Bord so gerne bei Ihnen und was bieten Sie für verschiedene Gerichte an? Wir bieten an immer wieder länderspezifische Menüs und die Länder, in die wir fahren. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder solche Klassiker, die immer wieder gern gefragt sind, wie Tafelspitz, Sauerbraten, wo eigentlich relativ einfache Gerichte sind, aber doch immer wieder gern gefragt sind. An Bord freut sich jeder auf das sogenannte Captain's Dinner oder auch auf Gala-Dinners. Was werden Sie heute Abend für uns servieren und kochen? Also wir haben heute Abend ein Ostrich, ein Straußen-Carpaccio. Wir haben heute Abend eine Hummercremesuppe drauf. Wir haben eine Variation vom Kalb und Rind, also Rinderfilet und Kalbsrücken mit einer Trüffelsoße. Dann haben wir als Dessert unsere bekannte MS Astor Baked Alaska, also praktisch ein Omelette Surprise, ein Iced Omelette. Im Waldorf-Restaurant findet die große Gala statt. Und sie beweist einmal mehr das Vier-Sterne-Segment einer klassischen Kreuzfahrt auf einem im Vergleich zu heutigen Bauten eher kleineren Kreuzfahrtschiff. Doch auf diesem können die Gäste wählen zwischen verschiedenen Restaurants. Das Buffet-Restaurant im Überseeclub, die Spezialitätenrestaurants Ristorante Toscana oder Romantic Dinner oder das Waldorf Astoria, in dem Kapitän Sergej Struzovic ausgewähltes Publikum an seinen Tisch bittet. Höhepunkt eines jeden Captain's Dinner ist die Polonaise mit Eisbombe. Auf der Astor darf es immer noch ein bisschen mehr sein. Um Mitternacht bietet die Bordküche ein fulminantes Buffet mit süßen Köstlichkeiten aller Art. Keine Frage, eine Urlaubsreise mit einem klassisch eleganten Kreuzfahrtschiff wie dem Vier-Sterne-Cruiser Astor ist eine praktische Pauschalreise mit dem guten Gefühl eines persönlichen Willkommenseins. Unsere Hochseekreuzfahrt über 6 Tage auf Nord- und Ostsee bot allen Reisenden an Bord neben Unterhaltungsprogrammen und Wohlfühlmomenten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang allerlei kulinarische Köstlichkeiten. Und auf unserer Route mit Landgängen auf Sylt und in Kopenhagen jede Menge tolle Erlebnisse inmitten von wunderbaren Natur- und Kulturlandschaften.